Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dabei. Dabei ein Format von TV21, bei dem wir ja, Lifestyle unter die Lupe nehmen. Das letzte Mal waren wir beim Dr. Worsek. Diesmal waren wir im Glashaus in Ebrechtsdorf, im Glasmuseum, eigentlich in Weigelsdorf. Genau genommen im Palmenhaus und trafen dort die Herausgeberin des Magazins Like It. Ja, und mehr dazu in unserem kommenden Beitrag. Ja, wir sind im Kuchlerhaus, hier im wunderbaren Ambiente des Palmenhauses. Ich habe die Herausgeberin des wunderbaren Magazins Like It, ein Lifestyle-Magazin, würde ich einmal sagen. Ich will natürlich ganz gerne wissen, wie kommt man auf die Idee, ein Magazin dieser Art herauszugeben? Meine Geschichte. Eigentlich ist es zufällig entstanden, ja, weil ich ja zwar schon 30 Jahre circa in der Medienbranche tätig bin, aber ja auch Leserin bin, ja, und mir hat irgendwie was gefehlt, ja, also irgendwie zum Beispiel so mehr österreichische Mode, tragbare, leistbare Mode, ja, ich habe mir gedacht, dieses Laufsteg schaut zwar super cool aus, aber das gibt schon, was gibt's Neues, dann bastel ich wahnsinnig gern, ich bastel, ich nähe, ich male, ich tapeziere, ich lege Fliesen, ich mache alles, muss mich immer irgendwie beschäftigen, ja, und dann habe ich gedacht, dieses Do-it-yourself, da weiß ich auch, das machen so viel gerne, ja, das gibt's irgendwie auch noch nicht, ja, und habe mir gedacht, aus dem könnte es doch irgendwie ein Magazin machen und habe dann halt ein bisschen so herumgesponnen an einer Idee und habe mal im PowerPoint irgendeinen simplen Dummy selber gebastelt und habe mir gedacht, fragst du mal ein paar Leute, ob denen das Konzept gefallen würde. Ja? Also es ist nicht nur Mode drinnen, es ist auch Wohnen drinnen und Reise drinnen und Reportage auch jetzt immer mehr in die Richtung durch Corona, Richtung auch Gesundheit, Wellness, quasi Selbstwertgefühl steigern und all diese Dinge. Ne? Und dann habe ich die Leute gefragt, so vor 3 Jahren oder über 3 Jahre, so 50 Frauen quer durch die Bank, eben Marketingleiter, Agenturen wegen der Finanzierung, aber auch privat, weil die ja in der Branche die Medien oft anders sehen und anders nutzen. Ja. Und dann ist das Konzept einfach so gut angekommen, dass man gedacht hat, probier's das einfach. Und jetzt gibt es es schon 2,5 Jahre und jetzt mache ich weiter. Ist natürlich zu erwerben im, kann man sagen, im Zeitschriftenhandel, nehme ich an, auch im Internet? Also das Magazin selbst gibt es in haptischer Form logischerweise im Abo, ja, auf der Website und in der Trafik. Dann habe ich viele Kooperationspartner, die es vertreiben, ja, also Designerinnen oder Handelspartner, ja, wenn eine Geschichte drinnen ist, die das dann verteilen. Natürlich liegt es auch logischerweise bei Ärzten, wenn es erlaubt ist, auch in Kosmetikstudios, Friseure, da wird es vertrieben und online auf meiner Website kann man sich ein bisschen was anschauen und wenn man es als PDF will, also zum Durchblättern, bin ich im Austria-Kiosk. Also eigentlich ist es eh überall erhältlich, wie auch die anderen Magazine. Kann man sagen, ein Magazin rund ums Leben? Ja, genau, für die schönen Sachen, ja, für die schönen Sachen im Leben. Wir werden heute ein bisschen reinschnuppern dürfen bei einem Fotoshooting, was werden wir da sehen? Ja, das erste Shooting heuer, ja, also bis jetzt hat es Corona-bedingt nicht geklappt und auch aus ein paar anderen Gründen, also es ist eine Kooperation mit österreichischen Designerinnen und Shopbesitzerinnen, wie gesagt, weil ich auf natürlich, wie viele Menschen jetzt auch die heimischen Designerinnen und Shopbesitzerinnen unterstützen will, das heißt, wir sehen heimische Mode. Ja, dann freuen wir sich schon. Ich kann nur jedem anraten, auch diese Zeitschrift zu erwerben. Es schaut, ihr habt es durchgeblättert, es ist wirklich wunderbar und ja, ich glaube, es tragt einfach zu der positiven Stimmung, die wir eigentlich jetzt mitnehmen sollen und auch brauchen bei. Genau, das will ich damit bezwecken. Und mit den Rezepten und Do-it-yourself und so auch ein bisschen zum Zeitvertreiben gerade perfekt, ne? Wenn wir uns noch nicht frei bewegen können. Alles klar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Dankeschön, danke auch. Danke. TV 21 Austria. Einfach anders.